Busch gegen Fistul. Hallo, let's go. Wo ist der Mikro? Hallo. Heute machen wir einen großen Test. Hallo, kommen Sie näher. So, jetzt geht's aber los hier. Hallo. Ja, Mann, was ist denn hier los? Komm mal zurück hier. Komm. Das läuft ja hier. Uiuiuiuiui. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und willkommen zum großen Kappsägen-Duell von Bosch gegen Festool oder von Blau-Rot gegen Blau-Grün beziehungsweise von 18 Volt gegen 36 Volt und na, ihr werdet das ja alles sehen. Wir werden heute wirklich schauen, wir haben ja die beiden Top-Geräte. Wir haben das Top-Gerät von Festool, die KS60 mit Akku, mit allem drum und dran. Ja, und wir haben von Bosch mit demselben Sägeblatt, mit derselben Sägeblattdurchmesser, ja auch in derselben Geräteklasse, das Gerät, die 216DC. Wir werden heute Folgendes machen, wir werden die Geräte uns anschauen und werden Punkte vergeben. Zack, 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 zack. Und mal gucken, welches der Geräte am Ende am meisten Punkte hat. Und wir machen einen Langzeittest und das Ergebnis dessen wird dich umhauen. Und du kennst es ja, wie immer verlosen wir natürlich etwas. Heute einen 250€ Einkaufsgutschein. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach unten in die Kommentare dieses kontroverse Video kommentieren und zu sagen, was ist denn dein Favorit? Also lass uns anfangen. Wir werden eine Sache heute nicht machen. Wir gucken uns jetzt nicht beide Geräte absolut im Detail und jeden kleinen Fitzel an, sondern wir haben uns heute angeschaut, was sind die Kernunterschiede der beiden Geräte und vergeben jeweils einen Punkt, nachdem wie ich denke, dass man es vergeben könnte und vergeben sollte. Wenn ihr eine andere Meinung habt, zum Beispiel, dass ihr sagt, naja, zwei Akkus sind doch viel besser als ein Akku aus irgendwelchen Gründen, dann gebt ihr vielleicht andere Punkte. Insofern vielleicht einmal Zettel mit dabei haben, selbe Punkte vergeben und die Punkte vielleicht auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich bin mega gespannt. Und wir fangen auch schon mit dem ersten Punkt an und das ist das Thema Preis. Natürlich geht der Punkt ganz klar an Bosch, weil wir haben hier das wesentlich günstige Gerät. Wir haben hier die GCM 18V216DC, wichtig, die DC-Variante, die kostet 550€. Die KS60 ja, von Festool kostet 850€, also ein bedeutend höherer Preis. Und falls du dich für die beiden Geräte interessierst, es gibt beide noch in verschiedenen Varianten, findest du unten im ehrlichen Preisvergleich. Einfach mal vorbeischauen. Also klarer Punkt an Bosch. Kommen wir zum Thema Länge. Ja, die Länge kann schon entscheidend sein. Wie tief ist diese Maschine eigentlich? Wenn wir uns das hier anschauen, haben wir hier eine Tiefe von 680 mm, also 68 cm Tiefe. Und das Gerät von Festool ja, hebt nur nach vorne aus. Bei Bosch haben wir entspannte 980 mm. Ich zeige euch das mal hier im Vergleich. Ihr müsst also hier hinten hin messen. Und das sind entspannte ja, 980 mm. Ergo 30 cm mehr. Wenn das für euch wichtig ist, dann ist das ein wichtiger Punkt. Ergo Festool, ein Punkt. Kommen wir zum nächsten Punkt, das Thema Akku. Bosch, ein Akku, Festool, zwei Akkus. Wir haben ja ein 36 Volt Gerät, hier ein 18 Volt Gerät. Und das bei derselben Kraft. Beide entwickeln dieselbe Kraft, können genauso viel Energie aufwenden, können genauso kraftvoll durchs Holz durchgleiten. Das haben wir ja schon uns angeschaut in anderen Videos. Übrigens, falls du die Geräte nochmal im Detail erklärt haben möchtest, sowohl die DC als auch die KSC 60, dazu verlinke ich dir mal zwei Videos hier oben. Da sind wir die Punkt für Punkt durchgegangen. Jetzt ist es aber so, wir haben hier mit dem 18-Volt-System ein wirklich kraftvolles System, hier mit 36 Volt genauso, aber wir brauchen hier zwei Akkus.
Ja, das heißt also, um diese Säge betreiben zu können, brauchst du in der Regel also 4 Akkus, 2 mal zum Arbeiten, 2 zum Laden, um durchgängig die ganze Zeit zu arbeiten und auch einen Doppellader. Hier bei Bosch brauchst du nur 2 Akkus und einen normalen Lader, sodass du hier auf jeden Fall den klaren Punkt bei Bosch hast. Und jetzt, wo wir schon bei Akkus waren, kommt der Moment, wo der Frosch die Locken hat, nämlich wie viele Schnitte schaffen sie denn? Das war sehr kontrovers, wir haben ein, zwei schon Anmerkungen gehabt unter diesem Video, dass diese Säge ja viel mehr schafft. Also schauen wir doch einfach nochmal rückblickend, wie viele Schnitte hat er hier denn geschafft? Die Bosch 216 DC. Alle. Nach 50, 100, 150, 200, 250, 380, 382, wir haben 382 Schnitte damit geschafft. Und das war das Ergebnis bei Bosch. Wir haben 382 Schnitte gemacht. Wahnsinn, super Ergebnis für Bosch. Und jetzt aber die Frage, was schafft dann Festool? Hinweis ist, wir haben exakt dasselbe Holz genommen, in selben Dimensionen, 6x8er Balken, Konstruktionsvollholz. Und jetzt schauen wir doch mal, wie viele Schnitte schaffen wir denn hier bei Festool. Und jetzt sehen wir haben 335 Schnitte hier bei Festool geschafft. Das heißt also ganz klarer Punkt für Bosch. Oder nicht? Oder doch? Moment, lasst uns doch noch mal nachrechnen. Mathe, genau mein Ding. Sekunde. Denn jetzt wird es spannend. Was haben wir denn rausbekommen? Und zwar, Bosch ist wesentlich effizienter als Festool. Das kann diverse Gründe haben. Wir kommen nachher noch mal zum Sägeblatt. Aber wir haben Folgendes gemacht. Wir haben mit Bosch auf der Stufe Eco gesägt. Wir haben mit Festool auch nicht auf der vollen Drehzahl gedreht, sondern etwas runtergegangen, um den Motor etwas zu schonen, um mehr Akkuleistung zu haben. Aber wir haben hier bei Bosch 2 5 Ampere-Stunden Akkus gehabt. Also um genau zu sein 5,2. Sodass wir hier in Summe 10,2 Ampere-Stunden verbraucht haben. Und bei Bosch haben wir nur 8 Ampere-Stunden verbraucht. Wir haben bei Bosch aber fast 400 Schnitte gemacht und hier haben wir, also fast, und hier haben wir nur knapp über 300 Schnitte gemacht. Das heißt Folgendes, also um genau zu sein, 335 zu 382. Was heißt denn das jetzt aber? Das heißt Folgendes, pro eine Wattstunde, denn in so einem Akku ist ja Energie gespeichert. Ja? Bei Bosch haben wir in dem 8 Ampere Stunden 144 Wattstunden gespeichert. Ups, da drin. Bei Festool haben wir in Summe 188 Wattstunden gespeichert. Wenn wir das jetzt runterrechnen, und zwar Schnitt, wie viele Schnitte schaffen wir pro Wattstunden? Ja, dann ist es so, bei Bosch schaffen wir 2,6 Schnitte mit einer Wattstunde. Bei Festool schaffen wir aber nur 1,8. Ja? Also hier 1,8 Schnitte pro Wattstunde. 1,8 Schnitte pro Wattstunde. Ich weiß, es ist kompliziert. Und hier haben wir aber 2,6. Das ist bedeutend mehr. Dementsprechend ist der Motor hier einfach effizienter. Und deswegen der Punkt ganz klar an Bosch hier oben. Und wenn es dir auf Schnittleistung ankommt, müsst du eigentlich noch einen zweiten geben. Aber Moment, wir geben nur einen. Und für alle, die es jetzt zu schnell war, unten im Video machen wir nochmal einen Top-Kommentar. Und da schreibe ich nochmal meine Rechnung rein. Vielleicht habe ich auch einen Deckfehler. Kommen wir zur Drehzahl. Bei Bosch haben wir eine maximale Drehzahl von 4500 Umdrehungen, bei Festool nur von 3500 Umdrehungen. Für manche Materialien ist das schon entscheidend und deswegen ganz klarer Punkt für Bosch.
Ein kleiner Hinweis nochmal zum Thema Effizienz. Natürlich ist es so, dass wir jetzt rausbekommen haben, Bosch hat eine höhere Effizienz. Das liegt aber an vielen Faktoren. Eins der Faktoren kann durchaus auch das Sägeblatt sein. Ich habe beide Sägen im Auslieferungszustand getestet mit den Auslieferungssägeblättern. Wir haben nämlich bei Bosch ein Sägeblatt mit 1,7 mm Stammblattstärke. Wir haben hier aber ein Sägeblatt mit 2,3 mm, sodass wir auch wesentlich mehr Material abtragen. Aber was soll ich sagen? Es ist halt so, wie es ist und deswegen ist es trotzdem so, dass Bosch aktuell erstmal effizienter ist. Dafür vergebe ich aber keinen Punkt, weil beide Sägeblätter sind gut, aber die Effizienz haben wir schon in den Schnitten. Hier haben wir übrigens den Eco-Modus und hier kann ich auch die anderen Modi noch wählen und das ist besonders. Das heißt, hier kann ich jeden Modus mir genauso einstellen, wie ich den brauche, über das Connectivity-Modul bzw. über die App auf dem Handy, kann sagen, ja, ich möchte genau die Umdrehung so und ich habe hier einen extra auswählbaren Eco-Modus. Ja, all das habe ich hier bei Festool nicht. Hier kann ich die genaue Umdrehung nicht feststellen. Man kann hier natürlich über den Drehregler jetzt sagen, ja, ich habe so etwa jetzt so viel Umdrehung, aber exakt der Wert, den habe ich nur hier. Also klarer Punkt für Bosch. Hier bei Bosch haben wir die Möglichkeit auf 50 Grad zu gehen, müssen den aber auch dafür rausziehen, hier 50 Grad und hier schwenkbar bis 60 Grad. Hier bei Festool haben wir sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite jeweils 60 Grad. Das heißt auf jeden Fall bei Bosch nur 50 und 60, hier 60 und 60 und wir können das tun, egal wo der Auszug steht. Das heißt hier ganz klarer Punkt für Festool. Zusätzlich nochmal, beide sind natürlich auch schwenkbar, also nicht nur schwenkbar, sondern auch neigbar. Ja? Ich kann sie entsprechend hier neigen, aber da gibt es keinen Punkt, weil beide sind bis 47 Grad neigbar, rechts und links, das passt. Kommen wir zur Breite der Maschine bzw. zur Tischverbreitung, weil je nachdem, wie breit das Gerät an sich ist, umso mehr kannst du dich auch auflegen, ohne dass es hin und her wackelt. Und hier ist es so, wir haben einen Punktgleichheit. Das heißt, wir haben eine Punktgleichheit, weil beide sind exakt gleich breit, wenn die Tischverbreiterung ausgezogen ist. Und die Tischverbreiterung, ein bisschen etwas dichter, sind beide auch gleich stabil. Ja, hier bei Bosch stabil, hier bei Festool stabil. Natürlich kann es leicht nachgeben, aber es passt im Wesentlichen. Aber kein Punkt für beide. Aber dafür haben wir einen Punkt trotzdem für Festool, für, zeige ich dir, den Systener. Und zwar habe ich hier diesen kleinen Systener, den du durchaus vielleicht in deinem Fundus haben könntest. Wenn ich den jetzt hier daneben lege, habe ich die gleiche Höhe und dadurch kann ich das Ganze natürlich noch viel mehr verbreitern. Und zwar brauche ich nichts extra dazu. Ja, es gibt für beide auch Gestelle, Tische, man kann sich was bauen und so weiter und so fort. Aber wenn du mit dieser Säge unterwegs bist oder im Festool-System zu Hause bist, dann hast du mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall so einen Systener. Kannst du einfach nehmen. Daneben stellen, kannst auch irgendwo anders viel weiter daneben stellen. Langbalken, zack, bumm, funktioniert. Klarer Punkt für Festool. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, kannst du besser links oder kannst du besser rechts? Und ich habe bewusst die falschen Hände genommen. Wir haben folgendes Thema. Und zwar, da lacht sogar der Kameramann. Was ist denn hier los? Komm mal zurück hier. Komm. Weiter geht's. Also, die Frage ist wirklich, bist du Rechts- oder Linkshänder? Denn wenn du Rechtshänder bist, hast du mit eigentlich keiner Säge überhaupt ein Problem. Bist du aber Linkshänder, dann wird es schwierig. Es gibt einige Sägen, die kannst du mit der linken Hand sehr schwer bedienen. Weil dann musst du so rumgreifen und musst du Sachen machen. Das funktioniert nicht. Und jetzt ist es aber so, dass ihr eigentlich sagt, naja, ist eigentlich Quatsch, beide können mit beiden Händen bedient werden. Moment! Denn bei der KS60, nicht der KSC60, bei der KS60, ergo der kabelgebundenen Variante, war es so, dass es überhaupt kein Problem war, sie von rechts oder links zu bedienen. Bei der KSC60 ist es leider anders. Um die Säge starten zu lassen, muss ich hier nach oben drücken. Das geht aber nicht, weil ich hier einen Punkt habe, muss ich überwinden. Das heißt, ich muss hier drauf drücken, so, und dann nach oben drücken. Ja? Dann geht's los. So geht's nicht. Jetzt muss ich das aber drücken. Jetzt gehe ich hier hin, drücke da drauf, muss jetzt hier nach oben. Das geht. Also ich kann jetzt hier hin, drücken, hoch. Jetzt nehme ich die andere Hand, die rechte. Jetzt muss ich hier so drücken. Das geht. Beides funktioniert. Ich kann sowohl mit der rechten als auch mit der linken Hand arbeiten. Das ist überhaupt kein Thema. Also es ist ein freundliches Gerät für Rechts- und Linkshänder. Aber dieses Draufdrücken und Hochdrücken und ich muss eigentlich drei Bewegungen gleichzeitig ausführen. Ich muss hier runterdrücken, reindrücken und hochdrücken. Das ist ein bisschen nervig. Das haben andere, nämlich Bosch, hier besser gelöst. Und zwar schauen wir mal hier. Hier ist es anders. Hier habe ich einen Knopf, den hier, nämlich kann ich nach rechts und nach links drücken. Das ist völlig egal. Abziehen und fertig. Das heißt, ich drücke hier drauf mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger. Ich habe also eine ganz einfache Bewegung. Hier ran, zack, runter. Ja? Also nochmal hier runter, los.
Das ist eine viel natürlichere Bewegung, als ich es hier bei Festool habe. Und wir haben hier ja über 300 Schnitte gemacht. Und auch dabei haben wir gemerkt, jedes Mal runterdrücken, hoch. Das wird mit der Zeit ein bisschen lästiger, als auf jeden Fall hier ist. Also Punkt für Bosch. Werf den Niederhalter zu Boden, den Pushen hier so. Naja, Quatsch. Also, die Frage ist wirklich, Niederhalter oder Niederhalter? Niederhalter oder Schraubzwinger? Denn wir haben bei Bosch diesen Niederhalter mit dabei. Kann ich einfach hier einführen. So, hier drehen und fertig. Dasselbe kann ich auch mit dieser Schraubzwinge bei Festool machen. Ich kann das Ganze hier von vorne einführen und dann etwas niederhalten. Und jetzt wird es wirklich tricky. Ich habe das jetzt hier festgezogen und fertig. Ihr könnt jetzt sagen, naja, boah, kein Punkt für keinen. Nein. Ich bin der Meinung, wir geben den Punkt an Festool. Also hier, pling, ja, Festool. Weil wir haben einen Vorteil, nämlich wir können diese Zwinge auch noch woanders benutzen. Wir können die zum Beispiel auch im Führungsschienensystem von Festool von unten einfach einführen und können dann eine Führungsschiene festzwingen. Kommen wir zum Thema Staub und Staubsack oder Späne oder. Hier ist es so, dass Bosch keinen Staubauffangbehälter mit dazu gibt. Festool gibt diesen wunderschönen Staubauffangbehälter mit dazu. Der ist wirklich schön gemacht, hier hinten auch schön mit dem Reißverschluss. Kann man aufmachen, hier den Staub rausmachen, kann man das Ganze wieder zumachen. Staub ist ja raus und so weiter. Und was machen wir damit? Nix, brauchen wir nicht. Was ein Mist. Ich persönlich sage immer, benutze niemals diesen Staubsack, weil das sind eigentlich nur Staubfilter. Der grobe Dreck bleibt da drin, die groben Späne bleiben drin, aber der ganze Feinstaub, der geht aus diesem Beutel raus und der verteilt sich überall im Raum. Teilweise sieht man das auch gar nicht, aber meistens dann schon, dass du siehst hier, das bläht sich so ein bisschen auf und dann hinten gehen der ganze Feinstaub raus. Deswegen möchte ich dem eigentlich keinen Punkt geben, aber ich gebe ihm zumindest erstmal einen halben Punkt. Zusätzlich ist es so, also bitte nutzt immer eine Absauganlage. Immer, ja, damit der ganze Feinstaub nicht in der Lunge landet, sondern im Staubauffangbehälter deiner Absaugung. Zusätzlich ist es so, Feste bekommt noch einen weiteren halben Punkt für das Thema das bessere Absaugergebnis. Und zwar ist es so, dass wir beim 40-Schnitte-Test folgendes Ergebnis hatten. Wir haben bei Bosch hier so etwa 10 Gramm und wir haben hier bei Festool so etwa 4 Gramm. Jetzt muss man mal sagen, beide Ergebnisse sind enorm gut. Das ist wirklich enorm, enorm gut. Und hier bei der Bosch haben wir auch eine 2-Punkt-Absauganlage und so weiter und so fort. Aber ist ja egal, ja? Denn wir haben hier 10 Gramm, 4 Gramm und natürlich ist das Festool dort bedeutend besser. Man muss das Ganze noch einsortieren. Insofern hier, ja, wir hatten ja gerade einen Punkt. Aber wir müssen es einsortieren. Die meisten Konkurrenten landen bei diesem Test durchaus bei 20, 30, 40, teilweise sogar 80 Gramm. Insofern sind beide Ergebnisse wirklich top. Aber Testo ist so. Weiter geht's. Kommen wir zum Thema Schnittleistung. Das heißt also, wie hoch, breit, tief und so weiter können denn diese Sägen einfach so sägen. Und jetzt kommen wir erstmal zur Schnitttiefe. Das heißt, wir haben hier diesen Punkt, wo wir hinschneiden können. Jetzt gehen wir mal hier runter, ziehen das Ganze nach vorne. Ja, ihr seht, die Säge kommt schon enorm weit raus, das ist über 30 cm. Ja, aber das macht Festool natürlich genauso. Auch hier können wir recht weit, ja, nach vorne und haben hier annähernd das gleiche Ergebnis von der Schnitttiefe. Aber was ist mit der Schnitthöhe? Hier ist es so, dass Festool die Säge angibt mit 60 mm Schnitthöhe. Bosch gibt die Säge an mit 70 mm Schnitthöhe. Aber bei beiden ist es so, dass die Schnittleistung eigentlich fast identisch ist. Denn wenn man die Säge so einstellt, ich nehme jetzt mal die Festool, ja, und macht Folgendes und stellt sie hier so ein. Ja, wir haben ja die Höheneinstellung hier von Festool. Stelle es nach vorne und stelle sie so ein, dass sie gerade so hier unten das Ganze berührt. Also das Holz gerade noch so durchschneidet. Und ich gehe so durchs Material, habe ich hier auch deutlich mehr als 60, knapp unter 70 mm. Wenn ich das Ganze bei Bosch hier auch mache, gar nichts mache, dann habe ich auch nur etwas mehr als 60 mm. Wenn ich genauso das handhabe, dann bin ich knapp über 70 mm. Aber das ist jetzt so ein kleiner Unterschied. Am Ende des Tages ist es so, dass Festool es etwas defensiver angibt, Bosch etwas offensiver, sie aber sehr dicht beieinander sind. Wenn ich jetzt hier nur mal eine Klauberei machen will, würde ich jetzt Bosch den Punkt geben, aber ich glaube, das ist Quatsch. Ja? In dem Fall bekommen beide einen Punkt. Kommen wir zum nächsten Punkt, oder kommen wir fast zum letzten Punkt, und zwar das Thema Robustheit. Jetzt ist die Frage, wie bewertet man das eigentlich? Wir machen es erstmal am Thema Gewicht. Wir haben hier ein Gewicht von rund 15 Kilo zu einem Gewicht von 18 Kilo. Allgemein muss man sagen, dass die Festool etwas robuster an vielen Stellen gebaut ist als die Bosch. Jetzt muss man aber noch was anderes dazu nehmen.
Was ist denn jetzt besser? Robust oder etwas leichter? Denn das sind ja Akkusägen. Ihr wollt die ja irgendwo hintragen. Und insofern ist Gewicht dann doch wieder irgendwie blöd, oder? Ich sage trotzdem, Festool bekommt jetzt hier mal einen Punkt, weil es so von dem, was wir hier sagen, etwa die etwas robustere Maschine ist, die etwas besser steht. Aber das sind Nuancen, ja? Und auch da musst du für dich selbst entscheiden, was ist jetzt der Punkt? Ist es eher kleineres Gewicht und ist besser zum Tragen oder größeres Gewicht? Wir geben erstmal Festool den Punkt. Und wenn wir jetzt nicht falsch gezählt haben, haben wir hier oben Punktgleichheit. Also etwa 7-8 Punkte müssten jetzt beide haben. Und jetzt die Frage, was ist denn jetzt die bessere Maschine? Ha, denn wir haben ja noch einige Punkte. Und zwar, wir haben bei Festool zum Beispiel haben wir ein Schlaglicht und keinen Laser. Mit einem Schlaglicht haben wir den Vorteil, dass wir, wenn wir das Ganze hier nach unten bewegen, immer genau wissen, wo das Sägeblatt in das Material reingeht. Eigentlich doch für Festool. Aber bei Bosch haben wir einen Doppellinienlaser, der so ganz genau, so wo, egal wo du, was du jetzt hier machst, genau an der Stelle schon zeigt, da ist mein Sägeblatt. Eigentlich ein Punkt für niemanden. Und jetzt wird es sowieso ein bisschen schwierig, weil jetzt ist es so, jetzt könnte ich natürlich noch wunderbar kleine Punkte vergeben. Zum Beispiel bei Bosch haben wir etwas, ja, was Festool nicht hat, nämlich das hier. Wir haben hier einen kleinen Anschlag. Den kann ich hier festmachen. So, zack. Kann das hier ausfahren auf eine Länge, die ich haben will. Ich möchte genau diesen Abstand haben, mache ich das fest. Und dann kann ich wiederholen, genau immer und immer wieder denselben Schnitt machen. Das ist doch toll. Aber das ist jetzt wirklich, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich für dich interessant ist oder wichtig, musst du für dich entscheiden. Dasselbe ist es hier. Wir haben hier bei Festool eine Winkelschmiege mit dabei. Ja? In der Vergangenheit war das ein optionales Paket. Ich glaube, bei der KSC60 ist es immer mit dabei. Wenn das für dich jetzt wichtig ist, dann ist das für dich wahrscheinlich auch wieder hier oben ein Punkt. Und damit möchte ich eigentlich für dich nur sagen, du musst selber entscheiden, was ist jetzt für dich das wichtige Detail, was an diesen Sägen für dich den Unterschied macht. Und den Unterschied macht, dass es für dich die bessere Säge ist. Schreib doch mal unten in die Kommentare, was ist deine Meinung, was sind die wichtigsten Punkte für dich. Was mir auf jeden Fall sehr im Kopf geblieben ist, ist Folgendes, und zwar die Anzahl der Schnitte, die wir hier bei Bosch gemacht haben. Weil wir haben hier weit über 350, es waren glaube ich 382 Schnitte gemacht. Wahnsinn! Und das mit einer wesentlich höheren Effizienz als bei Festool. Das ist interessant, wobei du auch wiederum sagen musst, wann machst du denn jetzt mehr als 300 Schnitte an einem Tag, beziehungsweise in der Zeit, in der du diese Akku nachlädst? Ist das jetzt wirklich wichtig? Das musst du für dich entscheiden. Ich bin sehr gespannt, ob ihr noch andere Punkte habt, als die uns eingefallen sind, die wir hier gar nicht beachtet haben. Das schreibt auch mal bitte unten in die Kommentare. Dann haben wir vielleicht ein gemeinsames Bild über alle Unterschiede. Und jetzt würde ich sagen, hui, das war ein Duell der Giganten. Und bis zum nächsten Mal.